Guten Abend, meine Damen und Herren. Schon seit Tagen gibt es ganz wenig Veränderung bei unserem Wetter. Da liegt ein Gewittertief hier über den Alpen und ein weiteres nördlich vom Schwarzen Meer. Diese Wetterlage ist wie festgetackert. Es ändert sich einfach ganz wenig. Und so gab es auch in den vergangenen 24 Stunden kräftige Regenfälle und heftige Gewitter. Und das vor allen Dingen in Bayern und in Baden-Württemberg. Jetzt in den vergangenen 6 Stunden kamen auch einige Gewitter hier Richtung Thüringen dazu. Und das ist die Region, in der es jetzt am Abend und auch in der Nacht kräftig gewittern wird. Also ungefähr zwischen dem Harz und dem Schwarzwald. Sie sehen das ganz schön auf unserer Nachtkarte. Zum frühen Morgen leben die Gewitter im Thüringer Wald und im Erzgebirge sogar wieder auf. In der feuchten Luft bildet sich hier und da auch mal etwas Nebel und die Temperaturen sinken in dieser Nacht auf 15 bis 9 Grad und steigen dann morgen über Tag auf 20 bis maximal 27 Grad in der Lausitz. Auch morgen ist es wieder in Norddeutschland sehr freundlich, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Im Süden gibt es schon die ersten Regenschauer und Gewitter, die wachsen sich am Nachmittag dann wieder zu Unwettern aus und in den nächsten Tagen ziehen sich die Gewitter nach Südosten zurück. Schönen Abend noch.